Mooskoi oder lang gesagt mobile Skaterla Koi, eine Idee vom Kompetenzzentrum Jugend Werdenberg. Diese Idee startet in der Realität am 10. April. Bis zum 30. April könnt ihr beim Bushof und Bahnhof Buchs die Jugendlichen beobachten, wenn sie das skaten auf das selber gefertigten Skate-Element. Vom 12. bis zum 29. April auf dem Parkplatz vom FC Sevelen. Und natürlich hoffen wir, dass auch weitere Standorte gefunden werden können, damit die Jugendlichen eben wirklich unter sich austauschen und eben auch skaten. Skaten ist in dieser Halle hier. Ist das entstanden. Da haben sie gewerkelt. 40 Jugendliche waren beteiligt. Mädchen, Burschen in ganz unterschiedlichen Altersstufen. Zusammen mit ihren Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern. Ich bin am Starttag, am 10. April, einfach einmal reingeschneit, vorbeigegangen, mit der Linse eingefangen, was mir einfach gerade vor die Linse gekommen ist. Der Zivi, der geholfen hat, das rauszutragen. Hinten der Jugendarbeiter von Sevelen, der Martin, dann Jugendliche am Hin- und Her-Skaten. Riesige Begeisterung, das hat man einfach gespürt. Das Föhsackere ist richtig übergekommen. Und ich einfach mitten in dieser Begeisterung und habe einfach gefragt. Eine Reportage vom 8. bis um 9:30. Grüezi, wie geht's? Oh Gott, kommt es auf dich drauf an? Was machst du? Ja, jetzt sind wir da mal am Arbeiten, morgen früh ausnahmsweise. Echt, gell? Ja, selbstverständlich. Jetzt wird hier ein Skatepark aufbauen, mobile. Und seit Brille hast du volle Durchsicht? Ja, es geht. Ausser wenn ich am Arbeiten bin, habe ich ein bisschen Nebel vom Sägemehl und allem, vom Staub hier. Und was machst du jetzt heute Morgen? Heute Morgen ist es so, ich bin ab 9 Uhr werden noch Jugendliche von Sevelen kommen und dann bauen wir die letzten Elemente hier noch fertig bauen, wo wir dann am Montag aufstellen können. Wo stellen wir das auf die Sevelen? Am Fussballplatz zu Sevelen. Und kein Problem, Lärmbelästigung? Nein, dort sind wir ja schön im Zeughaus. Dort hat es keine Anwohner, die sich beschweren können. Ja, man ist schön für sich. Und das ist ja wichtig, gell? Dass man Jugendliche jemanden her schickt, muss ich noch nicht wegschicken, oder? Ja, ich finde, es braucht ein bisschen beides. Auf der einen Seite, wo sie wirklich lernen können, ja, da braucht es ein bisschen etwas, wo es vielleicht nicht gerade Anwohner hat. Auf der anderen Seite, die Jugendlichen sind ein Teil von der Gesellschaft und müssen ja trotzdem irgendwo drin Platz haben. Und dort ist es schon schön, wenn man auch ein bisschen mit den Anwohnern halt ein bisschen einen Mittelweg finden, sage ich jetzt einmal. Du, apropos, weißt du so, Skaten, wie fit bist du? Kannst du auch noch? Ja, nicht mehr so. Nein, gar nicht. Das ist leider nicht so mies. Wenn irgendetwas nicht fest an den Füßen angemacht ist, dann bin ich leider nicht so talentiert, sage ich jetzt mal. Und weißt du, Jugendliche tun wirklich gerne Skaten, zum Teil über die Hauptstrasse über und überall. Also insofern macht es ja schon Sinn, gell, dass man irgendetwas gibt, wo sie eben dann auch Sicherheit haben. Das auf jeden Fall. Also ich denke, es braucht so Plätze, es wird immer wieder gesucht. Wir hören es in den Jugendtreffen rundherum in der ganzen Region. Merken einfach auch die Schwierigkeit der Plätze, die zur Verfügung gestellt werden können. Oder halt auch die Richtlinien und wie soll ich sagen, einfach auch Verordnungen, die es überall halt hat, dass man die Plätze überhaupt so ausgestalten und nutzen darf. Aber es braucht es definitiv, genau. Ich bin jetzt 68, es ist nach wie vor das Gleiche. Zu deiner Zeit, zu meiner Zeit, irgendwie, gell, Jugend wird immer ein bisschen weggeschickt, es braucht immer Verordnungen, Reglement. Absolut, genau das Gleiche. Verrückt. Wir sind einmal damals auf der Buchse Bahnhofstrasse in der Barriere rumgegangen, also mit Buchse ist das auch dasselbe. Ja? Ich denke, es wird sich auch nie ändern. Das ist immer so. Nein, das ist einfach ein Teil vom Aufwachsen von den Jugendlichen. Entschuldigung, jetzt müssen wir auch ein bisschen auf die Seite. Hoi, jetzt Achtung, was kommt da? Hinter dir. Hoi. Entschuldigung. Was geht denn da ab? Was ist da? Ist das ein Beratungstisch? Das ist so ein Beratungstisch. Aha, okay. Arsim! Ja. Was ist? Was ist da? Also, muss man schnell machen. Was hast du gesagt? Eine Skate-Tafel? Ein Kicker zum Skaten. Hoi. Da kann man dann nachher entweder rauf oder runter oder drüber jucken. Ich weiß nicht, was die Jungen so alles machen mit dem. Ja, aber was heisst, dass die Jungen das alles machen? Du machst nicht mehr? Nein, Skaten tue ich nicht, nein. Ich tue nur Skaterampen bauen. Und wie haben ihr das berechnet? Weißt du, wie sind ihr darauf gekommen, dass das auch wirklich stimmt denn? Dass es stimmt? Ja. Es gibt so Vorgaben eigentlich vom Bundesamt für Unfallverhütung. Ja. Weil das schweizweit Thema ist, oder? Dass da so Sachen gebaut werden, gebraucht werden. Und dann haben sie halt Vorgaben gemacht, ungefähr, wie man das kann bauen. Und dann sind wir nach dem gegangen. Selber geschweißt, selber gemacht? Ja, mit den Jugendlichen zusammen. Das ihnen gezeigt und sie haben eigentlich vor allem dort dran gearbeitet. Wahnsinn, und ich habe geschaut, dass es nachher wirklich auch hebt. Aber das ist gell, absolut top, gell, wenn ihr so denkt, das sind jetzt so... Ja, das sind jetzt oben sind Holzelemente drauf, gell? Ja. Das sind Eisenrohre, die man dann zusammengeschweißt hat. Mhm. Und nachher
gebohrt hat und vorbereitet hat, dann sind die nachher verzinkt worden, dass nicht rostet. Und nachher hat man dann die ganzen Fahrzeugplatten, also Holzplatten drauf tun, dass man drüber fahren kann. Aber eben apropos Mobil, das ist noch schwer, gell? Es geht. Also das zweite kann man so sehr gut lupfen. Mhm. Wir haben auch ein Wägeli, wo man es drauf tun kann. Und dann, man hat geschaut, dass man eher kleinere Sachen baut, die nicht so schwer sind, dass es wirklich auch mobil bleibt. Also könntest du so ein Element auch mal für 3-4 Tage herstellen? Könnte man auch, ja. Überhaupt kein Problem. In Anhänger rein und weg damit? Ja, morgen herstellen, fahren und am Abend wieder weg. Ja, und das müssen wir noch schauen, da, weil sie am Verschäubeln sind. Das ist gleich noch ein bisschen kompliziert, schon ein bisschen tricky. He? Aha, die letzten. Und jetzt passt etwas nicht ganz zusammen. Ja. Drückt noch, gell? Ja. Gut, das ist jetzt... Was machst du jetzt hier? Ein Zusammenklemmen. Ach so, zusammenklemmen, ja. Zuerst schau, das ist oben. Ah, doch, das ist natürlich wichtig, gell? Dass es wirklich keine Kante gibt, gell? Jawohl. Ja. Sonst haben wir dann ein Problem, ja. Noch einen unterlegen. Kannst du bei dir noch unterlegen? Ja, den brauchen wir nicht. Ja, aber ist schon ein Trick, gell? Also, das Detail. Mhm. Ja, das muss schon stimmen. Was tun ihr denn einmal, wenn ihr es jetzt schickt, tun ihr einmal jemanden mitgeben, der dann auch beim Aufbau dabei ist, das erste Mal so? Eigentlich schon, ja. Ja, der muss schon sein. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, da könnte man gerade übergehen, aber wir... Also wie meinst du das da hinten dran? Dem Hochen da? Genau, da kann man gerade rausjucken. Aha. Oder sonst haben wir es meistens dort, wo man gerade sieht, wo man nicht gemalt hat, schieben wir es einfach an die Wand, dass man rauffahren kann und wieder retour fahren. Und hast du alles schon ein bisschen probiert? So ein bisschen? Ja, ich habe dort schon ziemlich alles gefahren. Ja, und bevor es das gegeben hat, wo bist du noch mal vorher gewesen? So jetzt? Ja, einfach das Buchs raus, ein bisschen Street Side, mit dem einfach auf der Straße gefahren gewesen, oder? Ja. Vaduz hat einen sehr schönen Park, genau. Dort bin ich manchmal gefahren. Aber ganz aus ist schon gut, dass es etwas gibt, wo man nicht immer auf der Straße sein muss, oder? Ja, ich finde es sehr gut, aber ich muss sagen, ich bin gleich auch immer, seit die Halle auch schon hätte, immer noch gerne auf der Straße. Ja. Ist gleich noch mal komplett anders fahren. Und weißt du, ist das nicht gefährlich? Wenn du so etwas nimmst, dann kommst du rauf, aber hast du noch nie einen Unfall gehabt? Nicht. Oder gehört es dazu? Es gehört sozusagen dazu. Also nie schlimmer, dass ich im Spital gelandet bin, aber verstauchte Füße, das gehört einfach dazu. Ja. Ist irgendwie unglaublich, gell? Es hat sich durchgehalten während Jahrzehnten Skater. Das ist irgendwie. Ja. Genau. Das ist etwas, das einfach geblieben ist. Also. Genau. Und es kommt immer wieder. Weißt du, es gibt ja auch die Parkour, wäre das auch noch etwas? Weißt du, so die. Ja, da bist du jetzt bei unserer Jugend. Oder sagen Sie mal, ist es ein bisschen untergegangen. Ich kenne niemanden, Jungs in meinem Alter, der Parkour macht. Aha, ja, ja. Den ich jetzt hier gerade kenne. Ja. Vielleicht gibt es, aber ich kenne es einfach nicht. Aber Skate ist jetzt schon mehr populiert bei uns. Da hinten haben wir noch einen Mini-Ramp. Ah, ja. Da ist eigentlich die ganze Bereich früher. Ja. Dann haben wir hier die Mini-Ramp gemacht, das ist sozusagen... Wie sagt man dem genau? Mini-Ramp. Aha, ja. Es ist kein Halfpipe, ein Halfpipe wäre noch höher und steiler und dann ist ein Mini eigentlich eine kleine Rampe, sagt man gut Deutsch. Hey, aber dann gehst du... Also, du, da geht wirklich, wenn wir es oben anschauen, da kommt man voll von der Sprungschanze zu Innsbruck, gell? Ja, fast. Also, wenn du zuerst mal da oben bist, gell, ist das noch eine Herausforderung, nicht? Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich da rein gefahren bin. Weil das ist gleich, das sind 2 Meter, die du hier runterrauschst, gell? Fast. Es sind etwa 51, 61 dort rum. Und wie gehst du denn daher, weißt du, dass du so etwas schaffst? Also wenn du jetzt stehst hier oben, dann musst du dann irgendwie hier runter, ja? Und dann musst du damit rechnen, dass sie Gott vergessen auf die Schnarren raushaut und auf die Kante her. Also weißt du, wie gehst du daher? Üben, ein bisschen anfangen bei kleineren Rampen und nachher immer grösser, vielleicht noch gestützt werden von Kollegen oder Kolleginnen, dass man einfach mal ein bisschen das Gefühl kriegt, zum Reinfahren und nachher, bis man mal das Gefühl hat und nachher läuft es dann recht schnell mal. Apropos Kolleginnen, Mädchen sind noch dabei? Ja, also sie skaten nicht so viel wie jetzt ein paar andere Buben, die ich kenne, aber es hat auch Mädchen, die skaten, ja. Ist vor allem gerne bei der Freizeit, so im normalen Alltag, ja, Longboard und so sieht man weniger. Ja, Simon sagt, ich fahre mit dem Longboard auf Iti. Wenn ich jetzt mal zu meinen Grosseltern fahre oder so, nehme ich auch das Longboard, weil einfach das Skateboard eher strenger ist und ein Longboard besser läuft. Ja, dann brauchst du im Alltag auch? Ja. Dann bist du fit, hä? Ja. Also, kann man sagen? Ja, kann man so sagen. Du hast auch das Neben? Ja. Das passt doch ein bisschen zusammen, gell? Ja.
Super. Ja, und wie ist schon unter der Jugend? Also, weißt du, was denkst du so? Wie viel machen das? Sind es viele, sind es wenig? Oder? Oh, ja, also der Boom ist, muss ich sagen, ist recht angestiegen in den letzten Jahren. Einfach immer mehr fangen an, aber es hören aber auch wieder viele Leute auf, die ich jetzt auch kennt haben, die wir ein bisschen angefangen haben, wieder aufgehört haben. Aber tendenziell steigen die Zahlen wieder massiv. Und du bist jetzt etwa 15? Ich bin selber 15 und habe vor 4 Jahren angefangen. Und so die ältesten Knacker? Die ich kenne? Ja. Namentlich? Nein, nicht namentlich. Weißt du, vom Alter her gibt es auch so 50-Jährige, die das noch machen? Ja. Oder? Ja. Ich glaube, das älteste, das ich kenne, der selber wirklich noch fährt, ist etwa so 40, 42. Aha, okay. Und geschraubelt hast du auch geschweißt? Ja, bin ja auch dabei gewesen. Ist noch schön, gell, um etwas mal so selber zu machen, oder? Ja, man hat einfach wieder Neues gelernt und man hat sonst nie die Möglichkeiten. Ich finde es mega cool, dass Koi das angeboten hat. Das ist eine coole Sache, die jetzt rausgekommen ist. Was ist das Problem so? Wir haben es ewig nicht putzen und darum, es ist... Das Ganze ist... Ja, schau, die geht so gerne so, aber du... Ja, verreckt es ja. Darum muss man mal alles wieder mal putzen, feucht aufnehmen, dass das wieder wirklich lebt. Und sonst ist es recht rutschig da drinnen. Ja gut, aber Junge, gell, wie du da oben bist und auf, es zeigt sich schon, du musst einfach fit sein, gell, sonst geht es nicht. Ja. Darum bin ich jetzt auf der Stufe vorne stehen. Das haben der Kollege und ich in der Schule gebaut. Ah, das ist drin? Ja. Das Grosse. Jawohl. Da haben wir jetzt nur nicht aufgestellt. Also in der Oberstufe haben wir das gebaut? So, ja. Genau, wegen dem Werken. Wir dürfen selber entscheiden, was wir bauen. Ja. Wenn wir schweißen, also die Rail hier, das Metallstück können wir auch bauen. Oder hinten das Gelbe, nennt man letztes, haben wir auch in der Schule bauen. Warte, du musst jetzt das Gelbe und das vorne, das Rail. Ja, genau. Das ist, ja, ja. Geschweißt auch in der Schule. Die Seb haben wir auch noch geschweißt in der Schule. Welche da, die da? Die ganz hinten. Ja, das ist auch wieder, das ist auch wieder quasi wieder ein Rail, ja? Genau. Da brauchst du beim Snöben auch nicht. Ja, das stimmt. Das ist dann eine Parktür, ja, genau. Aber es sind also meistens sind sie ein bisschen breiter. Genau, ein bisschen breiter, ja. Warum musst du sprayen? Damit wir wissen, dass das zusammengehört. Ah, super. Also, ich schaue zu. Geht's? Das ist nein. Ist das Loch hier drüben schon fertig gebohrt, dem Fall? Kabelsalat. Aha. Da muss halt auch immer wieder ein bisschen sein. Gell? Handwerk, so ist das. Aber hey, ich finde das im Fall eine super Sache, dass du das hier kommst, filmen und der Kabelsalat? Ja. Aha. Seb natürlich auch. Seb ist das Wichtigste am heutigen Morgen. Weil irgendwo muss man mal anfangen. Gell? Irgendwo zuerst mal die Lösung finden. Und dann kann es nachher richtig losgeht. Er hat vorher so einen Haufen vorgemacht. Ist er speziell gut, oder was? Wie schätzt du ihn ein beim Skaten? Also, er ist schon recht gut, ja. Aha. Auch zugleich, gell? Wo du da bist. Das ist eindeutig so. Gibt es denn auch Tipps, weißt du, so untereinander? Ja. Bist du auch schon dort, wie sagt man dem? Wie das heisst, hast du so fast... Mini-Ramp. Ja, bist du auch schon dort oben runter? Nein, noch nicht. Aber hast du schon mal gesehen, wie der schon mit den Schuhen? Nur mit den Schuhen geht er runter. Zack, zack, und nicht spumpt ihn rauf. Ja. Also, weißt du, ich denke, das könnte ich nie, aber gell, es ist schwierig, oder? Ja. Wie hast du angefangen? Ich habe durch meinen Bruder eigentlich angefangen und meine Kolleginnen, ja. Können auch länger mehr am Mädchen wieder, gell, auf Skater zu? Ja. Du hast auch, wie hast du angefangen? Ist gut. Ist aber auch noch gefährlich, gell? Es täuscht. Also mein Bruder hat sich letztens den Finger verstaucht beim Scooten, aber sonst... Ja, und ich kenne zum Beispiel ein Mädchen, der hat einen Unfall gehabt, der hat sich im Fersen etwas gebrochen, ist ein halbes Jahr lang, jetzt nicht mehr richtig laufen. Also weißt du, ich möchte das nicht Angst machen, aber man muss schon aufpassen, gell? Ja, doch. Ja. Noch immer Helm tragen. Macht's auch niemand, aber immer Helm tragen. Tja, sympathisch und offen, oder? Ja, die Halle haben sich dann langsam geklärt, weil es ist es darum gegangen, eben die Skaterplätze, die Beete einzurichten. Zuerst einmal der Zbux, wo wir dann natürlich auch mitgegangen sind. So stylisch der Scooter, du! Wunderschön! Schaffst du das beides? Was? Also, weißt du, meine trinken, fahren? Ja, das geht alles, man kann auch freihändig fahren. Okay. Genau. Nur wer wagt, gewinnt. Freiheiten nutzen trotz Einschränkungen durch Covid. Ja, und dann eben ab in Standort Buchs. Der Martin ist schon geblieben. Aber du, schau, am 9 Uhr, also ich gehe jetzt noch schnell auf Sevelen rauf und dann hole ich Jugendliche.
Ja, und während die Buchs jetzt hier aufstellen, sie müssen einen Gatter drumherum machen, das ist die Vorschrift von der Stadt Buchs. Während die MD das also hier machen, den Standort Buchs einzurichten, da ist der Martin jetzt eben noch eine Jugendliche auf Sevel geholt, damit die noch weiterwerkeln können. Wie die Sevel geht es dann erst am 12. April los. Auf jeden Fall sieht man, die Jugendarbeit ist nicht einfach verordnet. Nein, die Jugend ist eingebunden von Anfang an. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von dem ganzen Erfolg. Gerade in dieser Zeit von Covid ist die Jugendarbeit doppelt wichtig. Die Jugendlichen müssen sich ja sozial austauschen können, irgendetwas können machen. Das sieht sich vielleicht aus wie Einsperren, da das Gatter rundum. Aber nein, es ist natürlich etwas anderes, es ist eine Sicherheit, der Arsi. Du, Arsi, was gibt das, ein Gefängnis? Es gibt wirklich ein Gefängnis. Es gibt einen Käfig rundum. Wir müssen das gut absperren, dass das einfach sicherheitsmässig verhebt. Aha. Dass die Leute nicht irgendwie auf die Straße rausfahren und nicht ins Auto rein. Und genau. So. Das ist ja wirklich ein gut genutzter Platz da. Das ist mitten im Zentrum von Buchs und dass da einfach nichts passiert. Das ja, ist das genau. Ein Vorgebau, den wir einhalten. Ja. Zuschauerföhn, das ist erlaubt. Zuschauer, ja, Föhn ist auch erlaubt. Ja, Regen ist nicht so gut, Regen ist schwierig. Sobald es regnet, müssen wir dann halt schauen, ob man überhaupt fahren kann. Genau. Aber wir hoffen jetzt auf 3 Wochen schön Wetter und dann ist gut. Was bist du? Schon Kurve von einem Pflaumen? Ja. Aha. Wie, dass man meistens Platz sparen kann. Das ist doch einfach gefährlich, sonst fährst du ins Gitter rein. Das wäre nicht so gefährlich, aber es ist ja mühsam, wenn alles umkippt und man wieder aufsteht. Ah, genau, genau, ja. Gefährlich? Nein, ich denke das. Du, wenn das mit dem Elan weitergeht, dann stehen die Gitter schnell, hä? Ja, logisch. Die sind ratzfatz, sind die aufgestellt. Oh, nein! Oh, oh, oh! Zwei! Gell, was da falsch geht, hä? Ja, ja. Ja. Du nimmst eine Kamera in die Hand wie nicht, dann kannst du zuschauen. Schau mal, jetzt, der Meister Tisch raus. Haken du, Markus, wenn das so weitergeht, müssen wir aufpassen, dass wir halt noch raus können. Dann sind wir eingesperrt. Ja. Das ist eine Vorgabe von der Stadt. Die muss man leider einhalten. Ich hoffe in Zukunft, dass man auch die Skateplätze so machen kann, dass man sie nicht mehr einziehen muss. Also weißt du, wie viele Quadratmeter braucht es so für etwas Schlaues? 300 wäre schon gut, 300. Mindestens. Ja, aber okay. Umso mehr, umso besser. Aber das ist natürlich auch nicht 300, gell? Nein, das ist ein bisschen weniger. Ja. Aber zum Anfang ist das gut. Ja, sicher. Scharf, oder? Und ich sehe schon, du. Gell, ohne Meitler geht es voll nicht. Hey. Du bist alles. Alles. Gell? Noch mehr. Du bist alles. Das ist auch klein. Oh, so weit aus, wie es geht. Ja, du, wir sitzen jetzt im Auto rein, also nicht weil du die Arbeit schüchst, sondern einfach wegen dem Wind, damit man die besser hört. Wie ist man auf die Idee gekommen, weißt, von dem Skaten, mobilen Skater-Element? Skaten ist ja im Werdenberg schon lange ein Thema, dass man einfach wirklich keine Plätze hat. Man weicht aufs Liechtenstein aus, ist immer eine Halle schon lange ein Thema gewesen.
Jetzt haben wir können seit dem Oktober im ehemaligen Gate 7 eine Zwischennutzung machen und dort drinnen eine Halle machen. Und die Jungen, die da draußen jetzt vor allem am Schlägern sind oder am Mummen bauen eigentlich, die sind dort sehr aktiv dabei gewesen, um meine Hallen einrichten. Sie haben dann geholfen, die ganze Anlage von Tresa durchzügeln, die wir gratis übernehmen können, und haben alles in der Halle wieder aufgebaut. Und dort ist dann die Idee entstanden, hey, es braucht etwa so im Werdenberg Skateplatz. Und so ist dann die Idee entstanden von dem mobilen Skateplatz. Wir haben dann einmal geschaut, um etwas anzuschaffen. Wir wollten etwas kaufen. Und haben geschaut, was es hier gibt, und gemerkt, das ist relativ teuer. Und in der Schweiz gibt es eigentlich noch niemanden, der das so macht. Und zum Importieren sehr schwierig. Darum war eigentlich klar, ja, dann bauen wir es selber mit den Jungen zusammen. Und es ist ein riesiger Applaus, genau jetzt sieht man, gell? Es ist Samstagmorgen gegen die 9 Uhr. Es ist eine riesige Freude, trotz Arbeit. Gell? Burschen, Mädchen, verschiedene Altersgruppen. Es ist ein super Projekt. Von Anfang an, eben schon in der Halle, habe ich gesehen, was die alles geschafft haben und putzt. Sie fragen mich, wann kommen die Halle wieder mal putzen. Wo ich merke, wenn die Jungen etwas wirklich wollen, oder sie motiviert sind in etwas. Erstens lernen sie brutal viel. Sie haben dann gelernt, wie sie die Sachen schweissen, die Holzbearbeitung. Und sie sind enorm engagiert. Ja, am Samstagmorgen um 8 ist für sie kein Problem. Sie waren da gewesen. Und sie sind jetzt zum Arbeiten und haben eine Freude. Super Projekt, wirklich. Ja. Schätzungsweise Maximum 200 Quadratmeter, gell? 300 sollte man haben. Zehfel am Fußballplatz gibt es etwas. Jetzt ist man durch weiterhin im Suchen in der Gemeinde, wo könnte man das herstellen, oder? Genau, genau. Um das geht es jetzt. Da ist schon der Boden nicht ideal zum Fahren. Ist jetzt nicht der schönste Teer. Ist schon schön für sie, wenn sie einen möglichst feinen Boden haben. Und für das ist jetzt die mobile Anlage sicher auch noch gut, um ein bisschen abzuchecken, eben, wo könnte man so etwas nachher vielleicht auch, fix stellen, weil es ist wirklich das Ziel, dass man mindestens ein, zwei Parks so auch im Werdenberg in diesen 6 Gemeinden kann stellen. Und jetzt mit dem Mobilen kann man das ein bisschen schauen, wo macht Sinn, dass man genug Platz hat. Es ist, gibt Lärmemissionen, es ist Lautskaten, also muss man so schauen mit den Anwohnern, wo macht Sinn. Da ist es jetzt so eingezäunt. Ich finde natürlich vom offenen Charakter her hat das nicht sehr viel, aber es ist jetzt das ein guter Kompromiss. Und in Zukunft hoffe ich, dass man dann die Anlage auch herstellen kann mit offenem Betrieb, ohne dass man Öffnungszeiten und Aufsichten stellen muss. Also weißt du, jetzt mit 68 in Fuchs aufgewachsen, der Platz da ist eben schon ideal. Wir sind viele auch am Bahnhof, wir sind in der Bahnhofstrasse. Wir sind damals schon weggeschickt worden, gell, von den Bahnhofplätzen, von der Bahnhofstrasse. Es ist immer noch ein bisschen das Gleiche, es hat sich nie geändert, gell, irgendwie. Es ist so, und es gehört beim Skaten ja ein bisschen dazu. Ich denke, manchmal legen sie es so gerne darauf an, dass sie weggewiesen würden. Beziehungsweise eben, es ist eine Kultur im Skaten, dass man da die Strasse zu seinem Spielplatz macht. Und trotzdem machen eben so Parks so Sinn. Und der Standort ist sehr ideal, es ist richtig. Es ist einfach da, jetzt einfach vom Boden her, genau. Und von der Grösse her, ja, nicht ganz optimal. Aber wenn man den schön tätet, wäre das ein idealer Platz. Ja, genau. Und weißt, was mich erstaunt ist, weißt, so Parkour und so, ist eher wieder ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Also, ist wahnsinnig, gell? Das Skate ist ja uralt, das kommt jetzt wieder, gell? Ja, die Skater sind ja in den 80er in der Schweiz entstanden und hatten alle so Wellenbewegungen gehabt. Wir hatten schon mal die Wesk, die Skatehalle, wo Skate 7 war. Und es ist nachher recht abgeflaut. Jetzt sind natürlich auch hier ein paar dabei, wo die Scooters, Stuntscooter fahren. Es ist ein rechter Boom im Moment, aber auch die Skater mit Skateboards ist wieder recht am Kommen. Aber es sind auch so ein bisschen Wellenbewegungen, aber es bleibt immer da. Ein gewisser Teil der Szene ist immer da. Wellenbewegung, wie hat der Anspruch von der Jugend, gell? Da bleibt man auch immer ein bisschen jung, oder? Ja, es auf jeden Fall. Es ist sicher spannend im Ganzen, zum Puls von der Zeit zu bleiben oder von den Jungen, was sie wirklich gerade bewegt. Eben, eine Zeit lang war es zu Buchs ein Parkour, wo man jetzt im Jugendpark hat, das Element. Es hat immer noch Leute, die dort Parkour machen, sicher eben nicht in dieser Grösse, wie es Skater jetzt sind. Oh, schau mal, jetzt kommt gerade mal ein Fotograf, ein Älterer. Ich habe schon gedacht, ob der soll auch skaten kann. Der kommt auch fotografieren. Ich habe gehört, gell, es gibt bis 40-Jährige, die noch skaten oder noch älter. Ja, ja. Eben, es sind natürlich die von der Wesk von früher, der Thames, der Thomas Sprecher vom Victim Circle, seine Gruppe. Die sind jetzt dann wahrscheinlich um die 40, ja. Dort. Und die sind noch aktiv dran. Und mit dem Johnny Giger hat man natürlich wirklich auch ein enormes Aushängeschild im Moment, wo schweizweit. Genau. Ich meine, dem von den Besten oder der Beste überhaupt ist Followers. Er ist der Profi, er lebt von dem inzwischen ja auch und ist aus der Region und ist natürlich mega cool. Er ist schon in der Halle involviert, ist bei diesen Sachen, wenn man ihn anfragen würde, Workshops machen. Es ist wirklich
Also die Region hat dort einiges zu bieten, ja. Meister Czerny? Ja. Du hast auch noch ein Skaten? Nein, nein, Jesus Gott, nein, du. Ich mit meinen komischen Füßen. Nein, nein. Aber warum machst du das? Ich fotografiere die Jungen, weißt du, Witz. Aber eben, du bist interessiert, dann muss die Jungen machen. Ich bin sehr interessiert, was meine Enkelkinder machen. Weißt du, zwei davon sind ja meine Enkelkinder. Ja, genau, genau. Dann bin ich wacker dran, um schauen, was sie tun, immer. Ja. Ich verfolge das sehr stark. Und vor allem, ich mache natürlich Fotobücher, weißt du, ja, für ja. Kind. Und ist schon lässig, gell, die Jugend, gell, wie sie da engagiert es ist. Es ist lässig, wenn du eine Gruppe hast, wo es wirklich schön tönt miteinander, ja, weißt du. Ja, ja. Und es ist halt immer schön, dass dann jemand hat, der sie animiert und auch dabei ist, weißt du. Oh, schon auf dem Zuschauen macht uns zwei gerade auch wieder jung, ja, gell? Ja, 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 ja. Ja gut, mich sowieso. Seit ich die vier Enkelkinder habe, bin ich natürlich sowieso um 20 Jahre wieder jünger geworden. Nur jetzt verliere ich es halt langsam, weißt du. Sie werden gross. Es geht zum Gleichen, ist einfach hinter der Kamera. Ja. Ja, 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 du, aber ich sage, meine, sie sind immer noch da und du kannst dich freuen an allem, was sie machen. Ich meine, das ist schon viel wert. Da stellen wir es da her, oder? Geht über den. Ja, eben, da will ich wieder. Und? Cool, hä? Geht mit dem Scooter auch? Ja. Geht schon, oder? Lass? Geht schon, oder? Ja, geht schon, fragt der Geht. Mit dem Scooter? Ja. Geht auch mit dem Scooter? Ja. Echt? Perfekt sogar. Ich finde es einfacher als mit dem Scooter. Du bist verlaut, drei vor ihr, jetzt ja. Sind wir geblitzt. Aber gell, das ist schon ein hoher Trick, der hat ja. Das Gatter dort, gell? Muss man es erwischen, ja. Total eng, gell? Ja, ja. Ja. So. Und jetzt, was ist mit Schlüssel, dem Anhänger? Geht's los? Ja, einen Schlüssel habe ich gesucht. Aha, was, gefunden. Was hast du rein? Ein Rail. Hey. Zwei Kicker und eine Box. Nein. Der kommt noch dazu zum anderen Zeug. Und dann haben wir es vollständig. Aha, jetzt fährst du rundherum? Ja. Dort runter? Genau. Du, der Platz ist okay, ein bisschen uneben halt. Ja, dann müssen wir den testen lassen, zuerst von den Profis, oder? Ja. Ich fahre ja selber nicht, aber ja. Die Skater, die Jugendlichen, die fahren mal drüber und dann können sie sagen, ob das
ob das passt oder nicht. Ja, dann passt es. Haben wir schon getestet. Dann ist gut. Wenn du es das schaffst, die U-Eben-Straße bis dahin, okay? Sie warten noch mal drauf. Eine Schicht drauf tun, meinst du? Genau. Ja, mal probieren. Nein, nein, mit dem Auto, schwierig. Die Kurve rundherum, weißt du, in dem Verkehr. Aha, rein. So, ja. Ja, okay. Das schaffen wir. Den Schlüssel hast du, gell? Schlüssel habe ich, gut. Alles parat. Okay, warten, sie warten, hä? Noch ein bisschen Schleichwerbung machen. Oi, was ist das? Sieht man es? Nein, man sieht es nicht, was steht drauf? Soziale Dienst Werdenberg. Ah, ich meine Arsim der Grosse. Ja gut, also. Arsim der Grosse, das klingt auch noch gut. Schauen wir mal, wie du wegkommst. Also Sicherheit ist wichtig. Genau, Sicherheit ist wichtig, darum haben wir das hier so gut markiert, dass da ja auch nichts passieren kann. Ein Wahnsinn. Jetzt ist gerade der Martin mit der jungen Kosi-Bahn. Ja, was ist jetzt das noch? Da ist das Autofahren noch besser gesehen. Aha. Dass es keinen Bus gibt. Könntest du ja noch hinten drauf hocken eigentlich, nicht? Theoretisch schon, aber... Du, was sagst du zu dem Platz dort unten? Ja, ist gut. Mal schauen, wie er wirkt. Okay. Wir haben schon gewusst, dass ich nur neben ist, aber jetzt schauen wir auch mal, ja, wie er wirklich ist zum Fahren. Besser etwas als nichts haben, gell? Genau, das stimmt. Schön von außen. Gut. Du, das hat man gesehen, bei dem Koi. Da ist der Chef am Samstagmorgen noch selber da, hä? Da wird geschafft. Also, dann, wenn wir das nachher in dem Sinn aufgeladen haben, dann müssen wir uns um das nicht mehr kümmern. Und da, das sind die Teile, die dort zu diesen Kickern dazugehören. Und am besten tun wir das zuerst noch zusammenstellen und nachher machen wir hinten dran dort mit der Wave weiter. Und tun noch die ganzen Kicker, die geschwungenen, fertig machen. Und dann hätten wir eigentlich das Ganze für heute. Ist das gut? Sehr gut. Wo ist denn der Booster? Weiss auch nicht. Sound, Musik? Ja, ich hätte das Böckchen dort, aber wir haben glaub gesagt, dass mal keine Boxen erlaubt sind. Aha. Nicht, dass jeder kommt bei Boxen ein, Leute wird sein als der andere. Wobei, weißt du, bei den Föhnen würde es alles richtig sein, weil die Angaben bloß. Das spielt so eh keine Rolle. Genau. Nein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Dort kannst du einfach eigentlich gerade rein, dort wo du schlitzt. Die anderen Rails mitnehmen. Sie haben die von Lärm. Wieder schön darauf ausrichten. Ein bisschen weiterführen. So. Also. Dann kannst du jetzt von der. Jetzt ist es einfacher, wenn du von hinten her kannst. Schauen wir mal. Jetzt musst du euch den hier. Weil das kann jetzt vorne natürlich schon verschieben. Wo ist der Riss? Also. Genau. Perfekt. Gut. Dann könnt ihr das jetzt machen. Und sonst, Almir, ich würde halt. Da, du bist Rechtshänder, oder? Yeah. Und du tust hier mit der rechten Hand. Und hier mit links kannst du runter drücken. Bist du Handwerker? Ursprünglich gelernter Zimmermann, ja. Eben, gell? Das ist so. Und wenn du das nicht bist, dann ist es schwierig, gell? Ja, es geht. Nein, ich denke, da bringt man schon an. Okay. Also das können alle irgendwie.
Das ist, aber ja, es braucht halt schon ein bisschen Übung. Am Anfang ist es gleich eine Maschine, man könnte sich verletzen. Und es gibt halt ein paar Sachen, wo man trotzdem muss darauf schauen, dass eben alles gut läuft. Und speziell halt mit den Kindern, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber es ist eine Riesenfreude, gell, zum dürfen mitmachen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sie wissen ja nachher auch, was sie davon haben. Genau, im Ganzen okay. Rein, gell? Gut. Wie ist es, um hier mitmachen? Cool, weil wir hier in Seefeld nirgends einen Skatepark und somit bauen wir unseren eigenen Skatepark.